Ich habe politische Wissenschaft, Geschichte, Germanistik studiert und einer der Studenten, älter als ich, Michael Naumann und ich, beschlossen eines Tages, wir müssen eine eigene Zeitung machen. Die haben wir dann selbst geschrieben, die hieß Common Sense, also gesunder Menschenverstand, und die haben wir hektografiert und dann verteilt und versucht zu verkaufen für 20 Pfennig. Die wurde sofort verboten wegen kommunistischen Inhalts, also heute etwa rechts von der FDP, und dadurch gab es natürlich Aufruhr. Weil der Aster hat einen Protest gemacht, wie gemein und so weiter und so weiter. Daraufhin kriegte Michael Naumann ein Volontariat bei Münchner Merkur und ich kriegte eins bei der Abendzeitung, sodass ich mein Studium bezahlen konnte. Das haben Sie ja dann auch angenommen, das Volontariat. Und Sie haben aber Ihr Studium dann aufgegeben für den Journalismus. Warum? Ich fand es viel spannender, bei der Zeitung zu sein, als in Proseminaren oder Seminaren zu hocken. Das hat mich eher gelangweilt. Wobei später dann, als irgendwelche Bücher von mir erschienen und im Klappentext stand, was ja stimmt, abgebrochenes Studium, weil ich das immer selbst reingeschrieben habe. Meine Mutter hat das immer schwarz gestrichen nach dem Motto, das müssen nicht alle wissen, dass das Studium abgebrochen ist. Haben Sie das jemals bereut? Nie. Weil ich glaube, dass es erstens eine spannende Zeit war, wo ich praktisch Politik erlebt habe, wo ich aktiv sein konnte, auch mit Demonstrationen aktiv sein konnte. Ich hatte einen Verleger bei der Münchner Abendzeitung, Werner Friedmann, der bei den berühmten Notstandsgesetzen 1966, wir saßen und schrieben irgendwas, sagte, euer Platz ist auf der Straße, ihr müsst demonstrieren. Man stellt sich das heute mal vor, dass der Verleger seine Redakteure nicht auf die Straße setzt, was normal ist heutzutage, sondern sagt, ihr müsst für Demokratie auf die Straße gehen. Also ich habe es nie bereut, nein, auch später nie bereut. Und im Grunde sind alle Bücher, die ich dann irgendwann geschrieben habe, ja, Studienobjekte, weil ich dann sehr viel Geschichte und Politik gemacht habe. Aber ein Studium, was andere fertig gemacht haben mit Doktortitel und allem, das hat mich eigentlich nie interessiert dann. Das andere war viel spannender. Also ich fand das natürlich mit 23 Feuilleton-Chef einer Zeitung zu sein, die damals eine Auflage von knapp 300.000 hatte und Anteil Feuilleton-Leser in der Boulevardzeitung, wohlgemerkt von fast 20%, unglaublich spannend. Es war natürlich, hatte ich Momente, wo ich dachte, ich verstehe davon nichts. Also als ich meine erste Opernkritik schrieb, Rosenkavalier, die habe ich ja eigentlich nur geschrieben, weil die Frau oder das Mädchen, das ich verliebt war, eigentlich einen Älteren hatte und ich war dann der Rosenkavalier, Kanka. Also ich spielte das so mit rum und es war natürlich eine unglaublich spannende Zeit insofern, als der bedeutende Feuilletonchef der Münchner Abendzeitung, der dann zu Premieren eingeladen und zur Diskussion, und da kam da so ein 23er Jüngling, der so aussah, als ob er, wenn er ins Kino ging, gefragt wurde, ob er 18 sei. Also das war schon ganz lustig. Und es hat mir natürlich Spaß gemacht, gar keine Frage. Und ich habe das gemacht, glaube ich, ein Jahr, eineinhalb Jahre, bis ich irgendwann eines Tages den später berühmten Andreas Müller, der die berühmten Interviews gemacht hat, viel gedruckt, rief mir ein Mensch an vom Flughafen. Ja, mein Name ist Andreas Müller. Sag ich, ja, was kann ich für Sie tun? Weil ich saß natürlich abends lange in der Redaktion. Wir mussten mal warten, was die Süddeutsche hat, damit wir das, was die hatten, gleich bei uns reintun konnten, an einem Tag. Also mit besseren Geschichten, selbstverständlich. Und dann sagte er, er sei Journalist in Wien und er sei in München und hätte kein Geld mehr, ob ich irgendeinen Auftrag für ihn hätte. Und ich dachte, na gut, Prost, Mahlzeit, das kann ja heiter werden. Wir wollten aber damals den neuen Intendanten des Residenztheaters kriegen und kriegten ihn nicht. Vielleicht versuchen Sie doch mal Kurt Meißel zu kriegen und den kriegte er auch. Also es war ein richtig toller Type, der sich durchsetzte. Und eines Tages mietete das Bankhaus Merck, Fing und Co. die gesamte Bayerische Staatsoper, um für seine Kunden einen besonderen Abend zu machen. Keine Presse, keine normalen Leute. Natürlich hatte ich Andreas Müller in der Inspizientenloge und abends um 10:30 wechselte ich die Kritik von ihm rein. Das konnten wir damals noch, abends wechseln. Und der Satz fing an, gestern Abend saß ein gelangweiltes Geldpublikum und dann ging es los, wie Sie sich vorstellen können. Und am anderen Tag wurde ich zum Chefredakteur gerufen und der sagte, sagen Sie mal, Michael, wollen Sie nach London als Korrespondent oder können Sie sich was anderes vorstellen? Und sagte, ich bin Feuilletonchef oder Sie waren Feuilletonchef. Denn dieses gelangweilte Geldpublikum waren die Anzeigenkonten der Abendzeitung. Da lernte ich die Realität ein bisschen näher kennen. Kriegte aber statt London die Seite 3 und Seite 4. Die übernahm ich dann als Chef der Reportagenredaktion, was im Nachhinein wieder sehr gut war, weil ich ein ganz anderes Gebiet beackern musste, ganz andere Magazingeschichten machen musste und blieb dann dabei. So.